Ukrainische Armee meldet Teilerfolge im Osten und Süden. Man komme allerdings nur langsam voran. Im Osten sei die Lage kompliziert. Es toben schwere Kämpfe. Vor Rathäusern in ganz Frankreich solidarisieren sich Bürger bei Kundgebungen gegen Gewalt und Ausschreitungen. Mehrere Tote und Dutzende Verletzte nach Beginn von groß angelegtem Militäreinsatz im Westjordanland. Die ukrainische Armee hat kleine Erfolge bei Bachmut gemeldet. Wie Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar auf Telegram schrieb, sei man dort im Vormarsch und habe Teilerfolge verzeichnet. Die ukrainischen Truppen rücken laut eigenen Angaben auch im Süden in Richtung Berdjansk und Melitopol vor. Die Gegenoffensive laufe dennoch zu langsam, besonders im Osten toben schwere Kämpfe. Die russischen Truppen hätten bei Avdijewka, Marienka und Liman im Donetsker Gebiet sowie in Svatove im benachbarten Luhansk angegriffen. Die Situation sei kompliziert, so Maliar weiter. Unterdessen hat Moskau nach eigenen Angaben ukrainische Angriffsversuche in der Region Saporischschja vereitelt. Das russische Verteidigungsministerium hat an diesem Sonntag Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen sollen, wie die russische Artillerie den vorrückenden ukrainischen Truppen massive Schläge zufügt. In den Gebieten, die die Ukraine zurückerobert hat, versuchen mittlerweile einige Einwohner, ihre vom Krieg zerstörten Häuser wieder aufzubauen, wie hier in der Region Kharkiv. Einige Dörfer wurden im Krieg fast völlig zerstört. Der Großteil ihrer Bewohner ist geflohen. In der Ukraine ist die Autorin Viktoria Amelina an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Das teilte der Schriftstellerverband PEN Ukraine mit. Die 37-Jährige war unter den Dutzenden Verletzten eines Luftangriffs auf ein Restaurant in Kramatorsk in der Region Donetsk gewesen. Sie war nach dem Angriff mit schweren Schädelverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Zuletzt hatte sie daran gearbeitet, russische Kriegsverbrechen in der Ukraine zu dokumentieren. Sie ist das 13. Opfer des Raketenangriffs vom vergangenen Mittwoch. Internationale Staatsanwälte haben sich zusammengeschlossen. Sie wollen ein Gremium zur Untersuchung von Verbrechen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine schaffen. Das Internationale Zentrum für die Verfolgung von Aggressionsverbrechen gegen die Ukraine wird von der EU-Justizagentur Eurojust in Den Haag koordiniert. The member states will play a crucial role in collecting evidence, identify witnesses and possible suspects, in executing arrest warrants, including those issued by the International Criminal Court, and in ensuring that the perpetrators of such hideous crimes cannot hide from justice. Die Ukraine hofft, das Zentrum werde Aggressionen bekämpfen, die eine Bedrohung für die gesamte internationale Gemeinschaft darstellen. Russia's aggression against Ukraine and its continuous use of force against sovereignty, territorial integrity and political independence that threatened Ukraine's very existence is not only directed against my country. It stands as a global threat to peace, security and stability. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag untersucht Kriegsverbrechen in der Ukraine, ist aber nicht für die Verfolgung von Verbrechen zuständig. Nach der Wagner-Meuterei bleiben viele Fragen offen. Jewgeni Prigoschin, Anführer der Gruppe, findet sich derzeit offenbar in Belarus. Sein Rivale und angebliches Ziel des Marsches auf Moskau, der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu, wird weiter vom Kreml gestützt. Der in Sibirien geborene nicht-russische Shoigu entspricht nicht dem üblichen Muster hochrangiger russischer Politiker, so Emily Ferris, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für internationale Sicherheitsstudien am britischen RUSI. Shoigu is somebody who Putin has built a very personal connection with. You know, Shoigu's been on the scene since 2012. He's not one of the sort of St. Petersburg lot that Putin first started his career around, but he has a very different connection to Putin, a very loyal person. And so ahead of the regional elections in September, which are going to be very important, and the presidential elections next March in 2024, Putin really needs people around him that are very loyal. So it would be a mistake for him to
remove him from his position. Prigozhin hatte wiederholt behauptet, die Inkompetenz des Verteidigungsministers hätte zu den massiven Verlusten unter den Wagner-Söldnern in der Ukraine geführt. Der Wagner-Boss kritisierte mehrfach Militärführung und Strategie in der Ukraine und forderte Shoigus Entlassung aus dem Amt. As far as Shoigu himself is concerned, I'm not convinced that he's going anywhere. I think his position is relatively assured for now. And then I think in terms of the other military leadership, it is possible in the coming weeks and the coming months that Putin might undergo some kind of rotation, some kind of movements of senior commanders. But I think he's going to be very careful to make sure that that doesn't seem like it's in response to something that Prigozhin has suggested. Because that, I think, would be seen as quite a key political weakness. Vor Rathäusern in ganz Frankreich solidarisieren sich Bürger bei Kundgebungen mit dem Bürgermeister eines Pariser Vorortes, dessen Privathaus während der Unruhen brutal angegriffen wurde. Seine Frau und ein Kind wurden verletzt. Die Großmutter des durch einen Polizisten getöteten Jugendlichen Nael hat ein Ende der Gewalt gefordert. Nous souhaitons que justice soit rendue pour Naël et que l'appel à cesser les violences et les dégradations lancées par la famille de Naël et notamment par sa grand-mère soit entendu et respecté. Nach Angaben des französischen Innenministeriums wurden insgesamt 99 Rathäuser und andere öffentliche Gebäude angegriffen. Auch Paris ist Opfer der Welle von Anschlägen und Plünderungen geworden. Nous avons ici condamné sans aucune réserve sans aucune réserve les violences et les atteintes contre les biens et les personnes. Die Unruhen sind vor allem von der Frustration Jugendlicher über den französischen Staat getragen, der nach Ansicht vieler junge Menschen mit Migrationshintergrund diskriminiert. Abgesehen von einem Gedenkmarsch für den algerischstämmigen Teenager gab es kaum organisierte Proteste. Stattdessen hat sich die Wut in Angriffen auf Symbole des Staates, in Brandstiftung und nächtlichen Plünderungen entladen. Bei einem groß angelegten israelischen Militäreinsatz sind mindestens 7 Palästinenser getötet worden, Dutzende weitere wurden verletzt. Nach israelischen Angaben richtet sich die Operation gegen terroristische Strukturen. Sie würden so lange wie nötig andauern. Israels Militäreinsatz konzentriert sich auf den Ort Jenin im Westjordanland. Er gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Dort befindet sich auch ein Flüchtlingslager mit rund 17.000 Menschen. Die Lage in den von Israel besetzten Gebieten ist seit langem angespannt. Seit diesem Sonntag hat die Polizei in Großbritannien neue und erweiterte Befugnisse erhalten, darunter Maßnahmen gegen Umweltaktivisten, die in den letzten Monaten durch Protestaktionen den Verkehr lahmlegten. So darf die Polizei künftig Demonstrationen auflösen, auch wird das Sich-Kleben an Fahrbahnen oder Gebäude unter Strafe gestellt. Kritiker sehen in verschärften Gesetzen eine Bedrohung für das Recht auf Demonstration. Innenministerin Swilla Braverman erklärte jedoch, die Maßnahmen würden dazu dienen, Störungen durch eine egoistische Minderheit zu verhindern. Bahnreisende in Großbritannien müssen in den nächsten Tagen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen, weil die Bahngewerkschaft ASLEF ein 6-tägiges Überstundenverbot für Lokführer verhängt hat. Betroffen sind 15 Bahnunternehmen. Einige davon haben angekündigt, dass sie ihr Zugangebot nun reduzieren werden. Hintergrund ist ein lang anhaltender Lohnstreit zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgebern. In Kiel hat der Kampfmittelräumdienst eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Sprengkörper wurde bei Bauarbeiten entdeckt. Rund 8.200 Menschen mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Der Einsatz dauerte 3 Stunden. 200 Einsatzkräfte waren in Bereitschaft. Erst in der vergangenen Woche war eine britische Fliegerbombe in einem anderen Stadtteil Kiels gefunden und entschärft worden. In Polen ist an diesem Sonntag die 3. Ausgabe der Europaspiele zu Ende gegangen. An der internationalen Multisportveranstaltung nahmen 7.000 Sportler aus 49 Ländern teil. Für einige war es eine Gelegenheit, sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris zu qualifizieren. Allerdings war das Event nur mäßig besucht.
Krakowie prawdopodobnie przybywa w związku z igrzyskami około 20 tysięcy osób. To tak średni weekend w Krakowie powoduje, że jest tutaj więcej osób. My nazywamy to igrzyskami przepalonych pieniędzy, bo wydano tak wiele środków, które się nie zwrócą. Tak wiele wydarzeń się tutaj odbywa, które okazały się być klapą. Zresztą w sporcie liczy się nie tylko wynik, ale także frekwencja, tłumy, entuzjazm kibiców. No nie ma kibiców, nie ma entuzjazmu. Dennoch, die Organisatoren sind mit den Ergebnissen zufrieden, auch wenn sie einräumen, dass der Zeitpunkt der Veranstaltung ungünstig war. Przygotowywaliśmy wydarzenia przez ostatnie półtora roku, kiedy w Polsce mocno mówiło się o sytuacji wojny. Był temat inflacji, temat sytuacji po pandemii w Polsce, natomiast my stanęliśmy tutaj w pełni sił. Oczywiście nie w każdy dzień te trybuny były wypełnione, natomiast w trakcie rozgrywek finałowych były one pełne. Die Stadt Krakau, Hauptausrichterin der Spiele, sagt, für sie habe sich die Investition trotz des geringen Interesses des Publikums gelohnt. Ostatecznie miasto otrzymało 350 milionów złotych na inwestycje w infrastrukturę, na budowę, remonty dróg przede wszystkim i 150 milionów na inwestycje w infrastrukturę sportową. Natomiast ten wkład miasta to 100 milionów złotych w organizację, w związku z czym no, łatwo policzyć, że Kraków na tym wydarzeniu zyskał 400 milionów. The European Games in Poland ended yesterday, but opinions regarding validity of this event are still very divided. Most of them concern one question. Can Poland afford to organize such events in times of financial struggle? Magdalena Wchodownik for Euronews from Krakow.